Ja, moin, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wie ihr sicher seht, geht es jetzt wieder auf unseren legendären Sylt-Trip. Diesmal allerdings in einer ganz besonderen Zeit, denn es ist die Zeit nach Corona und wir sind sehr gespannt, wie sich das auf der Insel jetzt auswirkt. Ich weiß nicht genau, was da alles offen ist und wie die Verhaltensregeln dort durchgesetzt werden. Auf jeden Fall wird sicherlich die Abstandsregel gelten und wahrscheinlich auch Maskenpflicht. Wir sind vorbereitet, aber wir wollen auf jeden Fall jetzt in unsere Ferienwohnung fahren und ein paar Tage Urlaub genießen, denn nach so vielen Wochen und Monaten des Lockdowns, finde ich, haben wir uns das verdient. Und ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid, denn jetzt geht's gleich los. Komischerweise hier bei Kaltenkirchen in Schleswig-Holstein auf der A7 Richtung Norden ist jedes Mal an einer bestimmten Stelle eine Phantombremsung fällig. Also ich fahre hier mit Autopilot und ich erinnere mich daran, beim letzten Sylt-Trip war das auch schon so. Ich glaube, das war auch hier, muss ich mal im Video nachschauen, ob ich das aufgezeichnet habe. Aber auf jeden Fall habe ich irgendwie im Kopf, dass immer hier eine Phantombremsung stattfindet. Die Straße ist komplett frei. Tempomat auf 135 und plötzlich bremst er runter auf 95. Für nichts. Ist nichts zu sehen. Also ist schon ganz merkwürdig. Und falls ihr das hier auch mal erlebt habt mit dem Tesla, von Hamburg nach Flensburg, A7 bei Kaltenkirchen, Phantombremsung, dann schreibt mir mal in die Kommentare, ob das bei euch auch so ist. Ja, wir sind dann mal wieder in Bußdorf. Wir sind super gut durchgekommen. Wir haben ungefähr 2 Stunden gebraucht. Wir hatten eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 115 km/h. Ich bin quasi, wo es geht, Tempomat 135 gefahren. Das war auch fast immer möglich. Und der Verbrauch war extrem niedrig. Das ist natürlich super traumhaft. Also mit der Geschwindigkeit und den Verhältnissen heute ist doch so gut wie kein Wind. Da würde ich um die 320 Kilometer Reichweite haben. Das ist natürlich richtig klasse mit dem S75.
Tesla-Insel. Einwandfrei. Sieht genauso aus, finde ich. Nein. Große Klappe, kleine Klappe. Super GAU, Stromtankkarte funktioniert hier nicht mehr. Da muss ich, glaube ich, eine andere Karte probieren. Dann probieren wir es mal mit der MainGAU-Karte. Leider ist das hier alles zugewachsen und man sieht nicht, was das Display anzeigt, weil das hier genau an der Seite ist. Nicht bekannt, also geht auch nicht. Der Super MainGAU. Habe ich noch eine Get Charge Karte? Get Charge funktioniert. Allerdings weiß ich jetzt nicht, wie teuer es ist. Dazu müsste ich jetzt mal in der App nachgucken. So, leider muss man sich ein bisschen schlau machen mittlerweile, was das Laden angeht hier auf Sylt. Also ich habe ja vorhin hier mit der GetCharge-App geladen und auf der GetCharge-App selber, da steht halt, dass die Ladung 89 Cent pro Kilowattstunde kostet. Das finde ich ehrlich gesagt eine Schweinerei. Absoluter Preiswucher. Gut, ich hätte mich vorher informieren können, habe ich aber nicht getan, weil ich dachte, gut, lädst du einfach drauf los. Naja, wird schon nicht die Welt kosten. Vor allem auf der Säule selber steht eben nur, dass man den QR-Code mit seiner Lade-App scannen soll. Und die Frage ist halt, welche Lade-App? Das steht da nämlich nicht. Jetzt könnte man denken, ja gut, das ist ja hier irgendwie Ladenetzverbund, dann nehme ich die Ladenetz-App. Über die ist es auch deutlich günstiger. Über die zahlt man nur 2 Euro für die einmalige Freischaltung und dann pro Kilowattstunde 38 Cent. Das geht ja irgendwie noch. Und diese 2 Euro Freischaltgebühr ist ja sozusagen dazu da, um die Kurzlader abzuschrecken, weil für die lohnt sich das überhaupt nicht mehr. So, nach ein bisschen Recherche und auch der Charge Price App, die ich ja auch öfter habe, die hat leider völlig veraltete Informationen drin. Denn laut der Charge Price App geht hier alles, im Prinzip sowohl die Stromtankkarte, MainGAU etc. pp. Und das funktioniert ja nicht. Dann habe ich mal geguckt, was das mit der Recharge-App bzw. die Motion-Karte kostet. Und da sind es, glaube ich, 58, 59 Cent die Kilowattstunde. Das geht auch noch, aber es geht auch noch günstiger. Und ich habe herausgefunden, dass die Mobility Plus-App von NBW tatsächlich die Säulen freischalten kann. Und mit der kann man sogar den QR-Code hier scannen. Und mit dieser Karte bzw. mit dieser App hier kostet die Kilowattstunde Sekunde. Was schreiben die hier? 29 Cent die Kilowattstunde tatsächlich. Das ist noch der absolut günstigste Preis. Das heißt, meine nächsten Ladungen werde ich mit der Mobility Plus App freischalten und dann mal gucken, ob ich dann auch die richtigen Rechnungen am Ende kriege. Nochmal ganz grundsätzlich, ich finde es einfach nicht in Ordnung, dass an Ladesäulen die Kunden so im Unklaren gelassen werden, dass man einfach überhaupt nicht weiß, wie viel das kostet, was man lädt. Das finde ich eine Unverschämtheit. Und diese Preisdifferenzen der verschiedenen Anbieter,
Das geht irgendwie gar nicht. Das macht keinen Spaß und das kann man auch irgendwie keinem normalen Menschen zumuten. Ich stelle mir das gerade im Supermarkt vor. Ja, nirgendwo Preise, irgendwie nur so QR-Codes und man wird völlig im Unklaren gelassen, was das Schnitzel hier kostet oder der Liter Milch und kommt dann an die Kasse, muss dann irgendwie für einen Liter Milch 6 Euro bezahlen und der nach mir kommt, zahlt nur 50 Cent. Also das geht irgendwie nicht, finde ich. Das sollte verboten werden, ganz ehrlich. Dieser Duft morgens von Heckenrosen hier auf Sylt, das ist einfach einmalig. Also sowas hat man, glaube ich, nirgendwo. Das riecht so süßlich, ganz angenehm, der reine Wahnsinn. Und dann dieses Wetter dieses Jahr, es ist einfach traumhaft. Ja, da wollten wir eigentlich cool sein und mal bei Sylter Suppen essen. Das ist hier in List so ein kleiner Geheimtipp, so eine Butze mit angeschlossenem Garten und der hat leider nur Dienstag, Mittwoch, Donnerstag auf. Jetzt ist Samstag, also keine Chance. Aber als Tipp für euch, wenn ihr mal auf Sylt seid, besucht das hier mal. Die Suppen sind echt erschwinglich und mega lecker und vor allem, man kann Suppen sponsern für Leute, die nach euch kommen. Das heißt, ihr bezahlt 2 Suppen, esst aber nur eine. Dann gibt es da drin eine Strichliste und wenn jemand kommt, der kein Geld hat, der kann dann von dieser Strichliste eine Suppe bekommen. Letzter Tag. Wir fahren jetzt mal zur Buhne 16, denn ich werde jetzt nicht glauben, aber wir waren da tatsächlich noch nie. Das wird also jetzt mal Zeit. Wetter ist einfach ein Traum und soll auch wieder aufhaben. Von daher gucken wir uns das jetzt mal an und das wird bestimmt mega geil. Und Klappe zu. So, es ist wieder soweit. Wir reihen uns gleich wieder in die Schlange des Autozugs ein, aber nicht ohne zuvor noch mal kurz hier in Rantum an den Strand zu gehen, denn das Wetter ist einfach zu schön. Das wäre zu schade, jetzt den Tag hier noch komplett zu verschwenden und jetzt schon loszufahren. Wir müssen eh warten am Zug, von daher werden wir jetzt noch 1-2 Stunden an den Strand gehen und noch eine Kleinigkeit trinken, essen. Je nachdem, was das da so hergibt. Und dann erst fahren wir auf den Zug. Mal sehen, wann wir heute Abend ankommen.
ja, wir sind losgefahren mit 55% Rest im Akku. Das reicht locker, um mal eben nach Bußdorf zu kommen. Liegt ja eh auf dem Weg. Da laden wir 20 Minuten oder 25. Und dann fahren wir weiter bis Rade und laden da auch nochmal 10 Minuten, weil ich keine Lust habe, in Bußdorf jetzt auf 90% hochzuladen. Das dauert mir dann irgendwie zu lange. Ab 80% wird es ja dann ein bisschen zäher und das muss ja nicht sein. Deswegen laden wir nur kurz und fahren bis Rade. Das ist ja auch irgendwie kurz vor Bremen, da nochmal 10 Minuten, damit wir dann sicher nach Hause kommen. Wir laden jetzt doch hier in Bußdorf ausschließlich ein bisschen länger, weil wir auch einen Stau vom Elbtunnel haben. Der dauert jetzt eine Stunde, habe ich gerade im Radio gehört. Und damit wir dann nicht noch in Rade anhalten müssen und vielleicht die Chance haben, dass wenn wir hier ein bisschen länger stehen, der Stau sich ein wenig aufgelöst hat, laden wir jetzt hier ungefähr 45 Minuten bis 50 Minuten so auf 90% hoch. Damit sollten wir auf jeden Fall bis nach Bremen kommen, denn wir sind ja auf der Hinfahrt hier mit 26 Kilometer Rest angekommen. Das würde bedeuten, 75% wäre das Minimum, was wir bräuchten, mit ein bisschen Puffer, 10-15%, also auf 90 hoch, werde ich jetzt hier laden und damit sollten wir es locker schaffen. Ist ja wieder total warm und der Verbrauch ist nicht so hoch. Jetzt, wo ich hier schon ein paar Kilometer Autobahn gefahren bin, letztens auch mit 160 auf der Autobahn hierher, ist der Akku natürlich ein bisschen heiß, ist auch 28 Grad hier und nach 5 Minuten Laden ist hier die Kühlung vom Akku angesprungen mit einem Mordsradau. Das ist echt heftig, also in der Nähe des Autos hier, weiß ich nicht, das ist fast Düsenjet laut Stärke, so ähnlich wie die Jets, die hier über uns gerade rüber brettern, denn hier ist irgendwie ein Luftwaffenstützpunkt und die Landebahn ist irgendwie in 1 Kilometer Entfernung. Da waren gerade 10, ich weiß nicht, Tornados, glaube ich, von der Bundeswehr, einer nach dem anderen, die hier gelandet sind. Das war echt, also ein Mörderlärm. Die flogen, weiß ich nicht, 50 Meter über unseren Köpfen weg. Wir sind jetzt wieder zu Hause. Die Strategie aus Bußdorf ist völlig aufgegangen. Ich habe da ja ein bisschen länger geladen und mir einen Ladestopp in Rade gespart. Dafür habe ich eine halbe Stunde Stau in Hamburg gespart und bin im Prinzip schneller angekommen, dadurch, dass ich länger Pause gemacht habe. Das ist doch klasse. Kleine Anekdote am Rande. Wir sind ja mit zwei Familien gefahren. Ich mit meinem Tesla elektrisch und die andere Familie mit einem Passat Diesel. Auch zwei Erwachsene, zwei Kinder haben auch Pause gemacht und wir sind zeitgleich losgefahren und wir sind tatsächlich trotz Laden in Bußdorf ein bisschen eher in Bremen angekommen, also ein paar Minuten. Das war sozusagen der Praxistest, also wie eine Familie wirklich unterwegs ist. Und da kann man mal sehen, dass man mit einem Elektroauto eigentlich überhaupt nicht langsamer unterwegs ist. So, das war der Roadtrip nach Sylt. Ich hoffe wie immer, dass er euch gefallen hat. Gebt mir einen Daumen nach oben und wie immer abonniert meinen Kanal und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao. Tschüss.